Mein Name ist Julia Frese. Ich bin seit 9 Jahren jetzt schon erste Vorsitzende dieses Vereins Freunde des Kurparks und setze mich zusammen mit unserem Vorstand und den Mitgliedern dafür ein, dass der Kurpark in Mallente in seiner Bedeutung erkannt wird, überregional, und dass er für den Ort Mallente erhalten bleibt, indem wir also Kurparkkalender hergestellt haben. Presseberichte. Wir haben an Pflanzaktionen teilgenommen bzw. es initiiert. Wir haben also sehr viel in der Gemeinde an Bewusstseinsbildung gearbeitet. Das ist jetzt nicht unbedingt alles nur mit Spaten zu machen, sondern es ist auch sehr viel Überzeugungsarbeit. Der Kurpark ist ja in den Jahren 2006 bis 2008 im oberen Bereich saniert worden, und der untere Bereich bei den Teichen, da warten noch einige Aufgaben. Die Hauptaufgabe ist der Steg. Das war eigentlich ein zentrales Thema für den Gartenarchitekten Plumin, weil er damals schon sagte, dass es wichtig ist, dass die Feuchtwiese mit ihrem Biotopcharakter unbedingt erhalten bleiben muss, dass man die nicht zuschütten oder drainieren sollte, sondern dass das mit einem Steg erschlossen werden sollte. Und dieser Steg ist auch gebaut worden und ist, Sie können sich vorstellen, in den letzten Jahren total verrottet und sollte ergänzt und ersetzt werden. Und leider hat die Gemeinde kein Geld dafür. Der Zustand ist aber so, dass die Gäste trotzdem den Kurpark besuchen wollen. Das heißt, es muss eine Lösung gefunden werden. Und wir haben jetzt eine Stegplanung, die vorsieht, dass die damals vorhandene Stegkonstruktion wiederhergestellt wird, aber in flacher Form. Wir haben also einen sehr homogenen, tatkräftigen Vorstand, der ja seit Jahren dabei ist. Aber wir haben auch natürlich externe Hilfe, und da kann man also ganz im Besonderen sagen, dass die Gartendenkmalpflege uns da sehr unterstützt hat, fachlich und auch finanziell immer wieder, sodass wir also den Mut nicht aufgegeben haben, wenn es manchmal auch ein bisschen frustrierend war. Das wäre natürlich ein Wunsch noch von uns, dass wir noch finanzielle Förderer finden, die die Steganlage unterstützen, denn wir kramen wirklich jeden Cent zusammen, und es würden noch ein paar Euro fehlen.